Ihr müsstet dann joinen ja, ich können. Bin unterwegs. Und ich bin schon wieder. Oh, das war beinahe wäre es schief gegangen. 3, 2, 1, go! So, das da mal hin. Jo. Ich war gerade ein wenig irritiert, wo ich gelandet bin, aber es kam hin. Was? Ja, ich war irritiert. Hühnchen! Ich bin jetzt. Bin jetzt halt immer noch so in der Nähe der Stadt. Ich würde da schon irgendwie gern. Ah, bleiben! Verdammt! Du kannst ja machen, wenn du keine Konsole kriegst. Wobei ich gerade auch eine gekriegt habe, als Jenny eine gekriegt hat. Also kurz danach. Ja. Ich weiß nicht, es wäre halt nur. Wenn ich jetzt einmal durchrenne, ne? Wäre das doch mal ein Versuch wert, ob wir nicht noch einen Bowen Noble finden, zum Beispiel. Ja, gucken kannst du. Und wir haben den Westteil. Okay, dann ich renne einfach mal durch. Wenn uns das jetzt nochmal passiert, scheiß der Hund drauf. Ich renne jetzt einfach nur durch. Ich loote gar nicht viel, nur wenn ich sowas finde. Ja. Sollen wir denn dann trotzdem aufnehmen? Ja, mit klar, sicher. Wir vergeuden hier keine Zeit mehr. Genau. Dann moderiere ich hiermit mal in die nächste Folge 7 Days to Die an. Wenn die Damen denn aufnehmen, nehmen die Damen ja auf. 7 Days to Cry. Die Damen nehmen offenbar augenscheinlich ja Jaule singenderweise auf. Insofern war diese Anmoderation korrekt und wir können fortfahren. Juhu. Ja, wir haben jetzt nochmal neu gestartet. Nö, muss man ja einfach mal so zugeben. Aber was soll's? Ihr werdet so glücklich sein. Ich habe so eine schöne Überraschung, wenn ihr nach Hause kommt. Ich habe das Essen gemacht und die Betten so frisch bezogen und überhaupt. Ich habe ein wenig Angst. Wirklich Angst. Betten sind neu. Oh, Fleck. Also, die Betten können nicht weg sein, weil ich sehe mein Bett auf der Karte, Jolle. Ich habe sie so frisch bezogen. Die sind nicht weg. Oh Gott, bitte, Fleck. Ich hab ein bisschen Angst, immer wenn du so eine Sache machst, denn. Wird alles gut, ja. Wird alles gut. Wird alles gut. Ich lasse eine alte Tradition wieder auflegen. Und wir haben jetzt gesagt, trotz dessen wir ab und an Konsole bekommen, gehe ich jetzt einfach nur nochmal durch die Stadt und gucke, ob wir noch Läden haben. Das können wir übrigens in die neue Jugendsprache einfließen lassen. Ey, hast du Konsole, Alter? Das ist Konsole. Wird vielleicht das Wort des Jahres. Müssen wir aufpassen. Ja, hey, da könnte man noch eigentlich sagen, ja, aber nicht die PlayStation 4 und Xbox. Es werden übrigens Wetten angenommen. Wie wird eurer Meinung nach die Next Generation Konsole heißen? Oh Gott, keine Ahnung. Ist das echt ein Thema? Also die nach der PS4. PS5. PS5? Ja, aber die Xbox One ist ja jetzt schwierig, ne? Oder Xbox Two? Xbox 27, Alter. Ich weiß nicht. Auch nicht. 27. Was sowas anbelangt, bin ich auch relativ unkreativ. Seid ihr Konsolenkinder? Stiff Tools, Born and Noble! Hey! Leute, ich habe nochmal zwei Läden gefunden. Ja, Konsolenkinder ist so die Frage. Wenn du sagst, PlayStation 1 zählst du dazu und vielleicht auch Atari und sowas, dann ja. Aber ich besitze keine neuwertigen von denen. Ich hatte eine Atari Jaguar, falls die irgendjemand kennt. Wahrscheinlich nicht. Nee, sag mir jetzt auch nichts. Also ich sag's also ich ja hatte wieder nur ungern, aber ich hatte schon wieder Konsole. Nein. Come on, Jenny. Jetzt funktioniert ja alles in der Stadt, bloß bei Jenny funktioniert es nicht. Ja. Also ich kann heute nicht klagen, komischerweise. Vogelnest. Woran mag das jetzt liegen? Also wir hatten erst was vermutet, was jetzt gar nicht mehr eintreten kann. Ja, aber vielleicht ist es ja, solange irgendeiner in der Stadt ist. Ach nö, ist doch scheiße. Weil ja, okay, dann ja, ich bin mal ja raus. Gerade einer in der Stadt. Dann ich mach halt nur noch diese beiden Shops hier. Die beiden. Mach weiter. Ach ja, ja. Ich hab auch sogar also jetzt egal, keinen dass wir rumbacken, ja? Aha. Nee, es ist mir nicht wurscht, aber es. Und die arme Jenny muss wegen dir rumbacken. Das Schlimme ist, ich habe noch nicht meine Maus. Wenn mich jetzt ein Zombie Crossbow anfällt, keine Chance. In den Zooladen, da kriegst du eine Maus.
Ich hab den Crossbow. Alalalala. Na, vielleicht bring ich euch dann auch Bücher nach Hause. Jetzt sagt mal nicht so. Bring me Box, Joanna. Box, ja. Joanna. Aua. Bein gebrochen hab ich mir. Auf, das wipern wir jetzt. Ich hab mir das scheiß Bein gebrochen. Ja, ich hab's gehört. Du hast ja alles zu Hause. So, quit. So, connect to server, so. Leder. Ey, ich kann Leder. Nein, ich quitte mal ganz. Hörst du das Flugzeug? Ah, ich sehe das Dingsbums. Ein Dingsbums ist auch schon mal sehr gut. Flag, hörst du Tatsache? Wie, ja, ich höre es. Ich hab's sogar gesehen. Ich hab's nicht nur gehört, ich hab's auch gesehen. Ja, aber eigentlich hört man es ja momentan nicht. Aber nee, das hörst du wieder. Die hörst du wieder. Vielleicht habe ich auch Halluzinationen und das war gar kein. Oh, ich hab die Gascan-Schematic-Flag. Na? Ja, mach. Wir brauchen unbedingt. Irgendeiner hat das Benzinfass verbraucht. Ich weiß nicht, wer. Oh! Ich hab die Chainsaw! Die Chainsaw gelernt. Was hast du jetzt gelernt? Ich hab die Chainsaw gelernt. Das heißt, ich kann sie jetzt auch reparieren, was du da in der Hand hältst. Disco. Okay, das war's. Hinten ist aber noch. Hinten ist noch. Wo zum Teufel haben wir Stoff? Ich muss mir eine Splint bauen. Tja. Das kommt davon, oh, mein Fleck, was Stoff, das wusste doch. Er hat mir die Gräten gebrochen. Wir haben keinen Stoff. Hatte ich mal nicht so. Alles weg hier, wir haben keinen Stoff. Ich bin dope, Joanna. Jetzt komme ich ja nicht mehr runter von deinem komischen Fasel. Also ich fasse jetzt nichts mehr an, ich loote jetzt nichts mehr und... Ach Jenny, nee, das kann ja so nicht gehen, ne? Ja, ich will jetzt erstmal nach Hause kommen und mein Inventar etwas leeren. Also im Born and Noble bin ich fast fertig. Ja, ich bin im Born and Noble fast fertig, denn... Was ist close? Ich habe gerade Stoff eingegeben, mich gewundert, warum man nichts gefunden hat. Oh Gott. Das tut manchmal auch so weh einfach. Ich finde ja keinen Stoff, hier ist kein Stoff, ist ein... Ja, unser Lager ist auch eine reinste Hölle, aber du wirst das schon finden. Ja. Wenn wir eins genug haben, dann Waffenteile. Ja. Ja, müssen wir mal sehen, ob wir jetzt was mittlerweile zusammenbauen können, ne? Ich brauche Stoff. Da, Stoff. Haha, endlich der gute Stoff. Flaggy, der Stoff würde auch draußen wachsen. Der Stoff wächst? Ja, ich weiß. Ich habe auch so eine Plantage zu Hause. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Freut mich. Blind. Der Sorry, Fleck. Ich war kurz weg. Ich hier raus. Du bist kurz weg. Ich war kurz weg, ja. Ach so. Ich will hier raus. Ich will aus diesem Biom raus. Ah, Splint. Sehr gut. Ach, ich will nach Hause. Ach, jetzt hört auf zu heulen. Das ist alles Überraschung, blöd. Wenn ihr zu Hause seid. Ja, die sehe ich ja noch vor Jorle. Wahrscheinlich kriege ich einen Herzklabaster, wenn ich es sehe. Klabaster, Klabaster. Oh, Jenny, jetzt mach mal nicht den Teufel an die Wand hier. Ich hab Angst. Da. 9 mm, schon wieder. Ey, was soll denn das? Ich hab die Schaufel repariert, jetzt ist sie nicht mehr orange. Warum? Weil da, wenn du verlierst. Oh. Mann, das muss man aber jetzt auch nicht wirklich erklären, oder? Nee. Das ist auch, ich frag mich jedes Mal, ob er, wenn er mit uns spielt, Montag, ob er am Dienstag einfach nicht mehr weiß, was er Montag getan hat. Das ist du hast das richtig erfasst. Genau so läuft es. Ist das wirklich so, dass du denn so nächsten Tag so, warte mal, was ist eigentlich abends passiert? Aus dem Augen, aus irgendwie dem Sinn. Irgendwie fehlen mir da noch 3 Stunden. Was ist da passiert? Ich mache das wie alle wahrscheinlich. Menschen. Ich verdränge die schrecklichen Dinge in meinem Leben. Ja, ja, genau, so ungefähr. Da, ja, jetzt kriege ich das nicht mehr aus, ne? Aber, na, noch. Grüne Biom. Ah, ganz schnell. Weniger Zombies. Dazu müsste der Oliver Music auch mal einen Song machen hier zum Beispiel aus Grüne Biom. Ich bin jetzt im Stiff Tool. Was bist du? Cool. Das könnte interessant werden. Nichts, leider. Ah, jetzt wissen wir es. Jenny darf nur nicht in die Stadt gehen. Jenny ist das Problem, so. Aber ich bin doch schon auf dem Weg nach Hause, Fleck. Ja, darum läuft's ja auch gut. Sie hatte das doch gerade schon. Oh Mann. Menno. Das ist voll doof. Your skill in mining is in 15. Immer bin ich die schuld ist. Immer, egal wo. Nein, eigentlich hat doch Fleck immer Schuld. Genau. Dann sag doch auch bitte, dass es Fleck ist. Dann gib ihm doch mal die Schuld. Ich hab die Nailgun!
Nailgun? Nailgun. Nein! Ja, ne? Ja, ne? Finde ich gut. Ein Anvil. Wir haben zwar einen, aber... Ah, die Talkshow kenne ich, Anvil. Warte mal, Anvil. Oh, Flag. Das ist einfach auch so schlecht teilweise. Auch so schlecht teilweise. Ja. Ey, komm, der ja, war gut. Anvil, nee. Anvil, versteht er? Nee, Flag. Ja, den hattest du letztens, glaube ich, auch schon mal gebracht. Nein, ich wiederhole also, unser Programm ist jetzt nicht gerade sehr abwechslungsreich. Ja, das ist für die Leute, die neu dazukommen. Die müssen die Witze nochmal erzählt kriegen. Ja, und die dabei ja, sind, die langweilen sich. Geil. Ja. Alter, ich will dich doch super, hauen und bleib Flag. Doch. Wen? Nein, ich will nicht gehauen werden. Ich sehe unsere Festung. Yay. Jenny, pass auf, pass nein! auf. Nein! Was hast du denn? Jenny, das hast du nicht ernsthaft getan, Fleck, oder? Was denn? Was? Er hat ein Kacke, hat er ein Kacke-Dings? Ja! Nein! Doch! Oh, nicht so laut. Ein Kacke-Stift. Nein. Das wird übrigens, das wird mein Meisterwerk. Es wird nicht nur ein Stift, es wird ein ganzes ein Gebäude. Ein, oh Gott. Also, Flaggy, was soll der Scheiß? Das wird. Er gräbt hier ein Loch, Jorle. Ach du Scheiße. Warum hast du nichts an? Weil mir warm ist. Ich hab hier gerade Party. Ja. Party hart, Alter. Hart? Party. Party hart? Party hart. Die ist ja noch nicht tot. Stimmt. Wer denn? Eieieiei. Ich hab Scheiße. Ich hab Tränen in den Augen wegen deinem Kackestift-Fleck. Oh. Moment, du musst. Das wird noch. Vertrau mir. Es wird noch. Ich hab hier gerade eine ganze Horde. Die muss ich allein klären, oder was? Ja. So, am Tag nicht schnell. Da kannst du weglaufen. Ach, der steht auch nochmal auf hier. So ein Dreck. Nein! Weiter geht's! Ah, Bitches! Alter! Gerade Bitches gesagt? Ja, Bitches, Alter. Frech. Ich kann gerade nicht, ich hab zu tun! So, jetzt geht's los. Eieiei. Die Motorsäge. Oh, gerade in dem Moment macht er den Kopf weg hier. Ach, Mann. Ja, da. Was ist das hier? Also, eins muss ich sagen. Ja. Es ist gar nicht mehr so weit nach Hagen. So. Tut mir leid, ich muss mich gerade konzentrieren. Konzentrier dich. Moderiert immer. Was sollen wir moderieren? Also meine Taten sprechen für sich selbst. Ich muss nichts sagen. Ach du Scheiße. Oh, die haben den ganzen Stift-Tool auseinandergenommen. Wer? Boah. Jetzt ist doch mal gut nein, da draußen. Das Kunstwerk! Ja, es ist auch besser, dass das Kunstwerk in sich zusammenfällt. Man kann aus Erde keine sinnvollen Dinge bauen. dann müssen wir halt. Da müssen wir eine Säule bauen, das ist ganz klar. Wirst du das gleich sehen, Jenny? Nein, die Kacke-Stiftsäule. So. Ach, stopp, Alter! Boah! Also, Jolle, wir haben jetzt nur 140er und 194er Sword of Shotgun. Ich hab grad erstmal jetzt eine fette Wrench habe ich hier aufgesammelt. Geht weiter. Ich muss noch ein bisschen, muss ich noch was looten. Ist das? Ja, ich will das. Mann! Puh. Ja. Eine Rad. Kappe. Ja, super. Aber hey, eine Nell gar nicht, Mann. Kennt ihr nicht das, zu verachten. Das Märchen von Radkäppchen und dem bösen Golf? Boah. Oh Mann, ey. Manchmal will ich nicht mehr. Jenny. Was denn? Kannst du mir mal sagen, ob wir Blueberries zu Hause haben? Ich habe schon zwei Seeds habe ich und ich habe einen gemacht. Wir haben drei Seeds. Okay, dann weg damit. Ich brauche Platz. So, ich brauche Nachschub, es buddeln. Eieiei. Je fertig bin ich im Buddeln-Experte. Ja. Oh Mann, mach dich doch mal wenigstens nützlich. In vier Tagen kommt hier wieder, ist hier Yippie-Yay-Schweinebacke und du machst da wieder irgend so einen Rotz, ey. So ein Kackestift einfach.
Mann! Aber Jorle, es ist Flake, was haben wir anderes erwartet? Ich habe eine Idee. Wenn die Zombies kommen, dann locken wir sie unter den Kackestift und lassen ihn umfallen. Du meinst, dass das funktioniert? Gibt gewisse Dinge, die darf man nicht hinterfragen. Sonst funktionieren sie halt nicht. Ah, okay. Guck mal, das ist wie dieses Ding. Das ist dieses Ding, was James Bond immer macht, oder hier der Typ aus Mission Impossible, wer ist das? Ethan Hunt. Die machen das auch ohne zu überlegen und dann klappt das. James Bond springt hinter einem Flugzeug im Wingsuit hinterher, im Sturzflug, holt er das Flugzeug ein, steigt ein. 10 Sekunden Regelfleck. Haut den Piloten K.O., schmeißt ihn raus, übernimmt das Flugzeug und das würde auch nicht klappen, wenn der vorher sich überlegen würde: mach ich das jetzt? Oder. Ich hab nicht zugehört, was ist? 10 Sekunden Regel. Genau das habe ich auch eben gedacht, Jolle. Was hat er jetzt erzählt? Meinst du, das ist nicht nur bei uns der Fall? Also, ne? Ach, du bist das. Mann, ich muss die ganze Zeit hier irgendwas machen. Ich wollte gerade mit der Kettensäge auf Jenny losgehen. Danke. Und was trinken. Danke. Vielen Dank. Oh, Calipper. Haben wir schon die Calipers? Was ist Calipers? Für den Ofen. Guck mal, ist das wir schon. Wir haben alle. Meiner Meinung nach, aber bring mit. Schrecklich, schreckliche Horrorfilme-Thema. Was ist euer Horrorfilm, der richtig schlecht war, aber trotzdem gut? Ja, naja, gut, es gibt so eine Kult-Sachen, ne? Also richtig schlechte Horrorfilme fielen mir gerade auf Anhieb House of Wax ein. Ja. Der war in der Tat mies. Der war richtig. Das war aber auch mit Parise Hilton. Echt? Okay, dann erklär das. Ja, der war Tatsache, der hat die mitgespielt. Gruselig. Die hat in diversen Filmen, ich glaube, so Horrorfilmen mitgemacht, ne? Komischerweise. Ja, hat sie. Ich glaube, so viel hat sie jetzt nicht gemacht, aber ja. Sie hat auch in Sharknado hatte sie auch einen. Oh Stop Gott. Tritt. Aber gut, in Sharknado 2 hatte, glaube ich, jeder. Es gab doch auch mal sowas wie Killer-Tomaten oder irgend so ein Killer-Ding, was sich nur an die Genitalien der Männer geheftet hat. Was? Oder so. Und so auch diese CGI-Effekte sind, wenn die da überhaupt irgendwas benutzt haben, das ist so schlecht einfach nur. Das ist einfach nur so schlecht. Wenn ich jetzt sage, ich gucke kaum Horrorfilme. So, ich komme jetzt nach Hause. Das macht uns alle sehr traurig, Jenny. 18 Uhr, schaffe ich das noch, Jenny, oder nicht? Wenn du flinke Füße machst und alles links liegen lässt, ja. Weißt du, da ist noch irgendwo ein Shop. Mein und der übrigens auch vom Assistenten, der Lieblingsfilm war Black Sheep. Schwarze Schaf? Ja, cool. Black Sheep. Witzig. Und zwar geht's da um eine Herde fleischfressender Schafe. Das lass aber dein Schaf nicht hören. Und ja, nein, keine Sorge, meine ich. Und die fressen natürlich die ganzen Bauern auf. Logisch. Böse Schafe. Gibt schon echt schlimme Filme. Ich frag mich halt manchmal, wie die auf so einen Blödsinn kommen, ne? Die haben Langeweile? Ja. Blödsinn. Er mag den Film. Ja, der ist total cool. Black Sheep. Aha. Wie gesagt, der Assistent hat da was zu sagen. Mhm, ja, okay. Bin ich mal langsam kalt oder so? Ja, es geht runter. Kann ich irgendwas tragen? Ja, das geht. Komm. Hey, komm darauf. Ich muss jetzt doch nochmal bleiben hier in der Stadt für einen Tag. Damn, the town. Warum? Und am nächsten Morgen. Warum musst du in der Stadt bleiben? Weil hier nochmal ein Stift-Tool ist. Ich habe 2 gefunden. Nein! Und wieso triffst du mich und ich dich nicht? Das weil du nicht so gut bist wie derjenige. Hallo? Es geht nicht, sag mal, kann man... Ah, okay, jetzt klappt's, alles klar. Ja, außerdem ist das ein Wegweiser, dieser Ja, Fleck. Ist gut. Dadurch, wir brauchen da gar nicht weiter drüber reden. Dadurch findet Jorle zum Beispiel nach Hause. Bla, 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 blub, blub, blub. Oh Gott, wie groß ist denn das Ding geworden? Nein, noch nicht groß, ich habe ja nicht so viel Zeit, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Danny, also, wie groß ist das geworden? Der Kackestift ist jetzt auf dem Haus und das doppelt so, also so zweimal Haus übereinander.
So groß ist der Kackestift. Gott. Vor allem, wenn er da runterkommt, bricht er sich die Beine. Ja, die sind schon gebrochen, das ist nicht so wild. Ich komm hier nicht hin. Och, pim. Ha, ha. Oh Gott, das Tiftu ist ja hier offen an der Seite. Ach du Scheiße. Was? Ja, ich muss ja jetzt hier irgendwie noch reinkommen. Also, hinten ist immer was noch zum Looten. Klappt nicht. Das müsste ich jetzt noch schaffen. Was hast du jetzt? Nix. Ich bin fast runtergefallen. Aber du hast doch jetzt über meine Geschichte mit dem Kragenbär so gelacht, ne? Ja. Da gibt es aber noch mehr so lustige Tiere, die Sachen machen. Kennst du zum Beispiel diesen einen Egel, der sich in der Ameise einnistet und die steuert? Ja. Wie? Der steuert die Ameise. Womit? Naja, er nistet sich im Kopf der Ameise ein. Es ist ein. Ja, wo steuert er sie hin? An so einen Grashalm. Tagsüber lässt er sie wohl die Kontrolle übernehmen. Und nachts nimmt er dann die Ameise und befördert sie an so einen Grashalm, wo sie dann von einer Kuh gefressen wird. Das ist weird, ne? Aber es ist wirklich so. Daraus kannst du den nächsten Alien-Film machen. Das ist aber Tatsache so. Oh, das war jetzt. Also ja, das stimmt. Gibt's wirklich, da gibt's mehrere Insekten. Die sowas. Wann kommen die nächsten Zombies in Tag 14? Aber das hat auch einen Kreislauf übrigens, ne? Das Ding wird dann von der Kuh gefressen und dann wieder geschieden. Und dann wird's von der Schnecke aufgenommen. Die Schnecke wiederum lässt das auch durch den Verdauungstrakt und dann wird sie erst von der Ameise genommen. Also das, ne? Das ist voll so eklig. Das ist so eklig. Oder war das erste? Manchmal weiß man das nicht. Das mit dem Bär war lustiger. Dem Bär war auch. Warum und wo wir gerade bei gegessen werden, verdaut werden und wieder aufgenommen werden sind? Warum war das? Ich dachte, das wäre ein Witz, aber es gibt wirklich Kaffee, den erst Katzen fressen und dann ist das eine Delikatesse. Was soll das? Ja. Ja, sowas gibt es auch. Warum trinken Menschen Katzenverdauungssackkaffee? Das ist mir unklar. Ja, das weiß ich da auch nicht. Ist wahrscheinlich in Asien so, oder? Das traue ich nur den Asiaten zu. Kommt die. Du bist so ein diskriminierender Mensch. Nein, das ist so, würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Ich wette, das sind im Gegensatz, das sind wahrscheinlich irgendwelche stinkreichen Amerikaner, die sowas machen. Aua, Arschkrampe. Tür? Ich hatte einen Zombie am Bett. Ich hab jetzt den Honig, was soll's. Komm, hier trinke ich auch mal, weg damit, das da. Ich brauche Federn. So, wir haben 20.20 Uhr, bald kommt hier die... Wirf raus, jetzt, dann kann die wenigstens noch was... Noch vier. So, ich bin jetzt erstmal hier oben und werde mich absichern. Ne? Wir müssen auch aus dieser Folge Flag raus. Died. Ich bin gestorben, als ich 2 Meter runtergefallen bin. Oh, John Flag gestorben. Kann man die eigentlich auch sammeln? Da kommen Zombies. Wo bin ich runtergekommen? Wir müssen aus dieser Folge raus. Ja, machen wir. Der Fleck ist... Kreischerli. Moment, wir müssen noch die Kreischerli... Was? Der ist hier nicht mehr hoch. Wo ist die Kreischertante? Ach nö. Wo ist sie? Ich mach sie platt. Ich mach sie platt. Versteck mich jetzt hier. Au. Komm her, du blöde Kuh. Ah, sie ist tot. Also so sieht die Welt aus, wenn sie kaputt ist. Bitte? Ich sagte, so sieht die Welt aus, wenn sie kaputt ist. Was hast du schon wieder gemacht, Jenny? Die ist schon wieder Bot. Ach nee, das kann ja nicht wahr sein. Aber diesmal kann ich noch weiterlaufen. Beim letzten Mal ist es immer so. Das werden wir dann alles danach prüfen. Ah, aber das jetzt ist Flaggy. Was denn? Die Kettensäge. Ich habe nur die Kettensäge eben gehört. Wir sind dann aber auch erstmal raus aus dieser Folge, ihr Lieben. Und ja, wir verabschieden uns. Bis dann und tschö. Tschüss. Tschüss.